jetzt unmittelbar nach dem Spiel ist natürlich nur Enttäuschung. Der Punkt ist einfach zu wenig im Abstiegskampf, das wissen wir selber auch. Wie du schon gesagt hast, wir haben 1-0 geführt und haben es nicht geschafft, das über die Zeit zu bringen. Vielleicht das zweite Tor noch draufzusetzen. Enttäuschung ist einfach sehr, sehr groß jetzt nach dem Spiel. Ja, das ist halt brutal hart gerade. Ich habe auch keine Worte. Ich glaube, jeder denkt, das ist ein Albtraum, das kann nicht sein. Aber es ist halt, ich denke, wir haben das Spiel unter Kontrolle gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass sie jetzt, die haben vielleicht zweimal aufs Tor geschossen. Und das, wenn du so ein Tor kriegst, dann zum Schluss, das tut halt richtig weh, weil danach bleibt keine Zeit mehr, um noch was zu machen. Und es ist halt schon hart. Ja, ich glaube, in so einer Situation muss man den Ball vielleicht aus das Stadion rausfetzen. Der Ball springt ihm dann noch vor die Füße und er macht das 1-1. Das ist natürlich extrem bitter, aber wir dürfen jetzt die Köpfe nicht hängen lassen. Es sind noch 3 Spiele, wir sind noch nicht abgestiegen und müssen wir jetzt alles dran setzen, dass wir das noch schaffen. Solange du das 2-0 nicht machst, kann immer was passieren, wenn die Mannschaft auch die andere Mannschaft auch fast tot ist und zerzählt und nichts macht, aber eine Torchance oder irgendwas kann immer passieren. Und es ist halt bitter, dass es gerade uns heute passiert. Es ist wahnsinnsbitter. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir das können. Und wir dürfen jetzt die Köpfe nicht in den Sand stecken, einfach Vollgas geben und dass wir das gemeinsam dann schaffen auch. Also, da gibt es kein Aufgeben jetzt. Die Hoffnung haben wir bis zum Schluss. Es bleiben jetzt noch 3 Spiele. Ich denke, seit ein paar Wochen hat sich die Mannschaft gefangen. Wir fighten in jedem Spiel, sind wir da im Zweikampf. Und jetzt müssen wir noch, aber im Moment müssen wir nur siegen, egal wie. Und klar, jetzt heute ist es, ich habe auch keine Worte jetzt gerade im Moment.